Stunden sind wir von Border Town bei unserer Unterkunft angekommen. Hier haben uns Cheryl und Geoff auch schon herzlich in Empfang genommen. Wir haben ja eine kleine Hütte bei denen auf dem Gelände, Bauernhof. Und das ist wirklich super. Also super nette Leute. Wir haben ja alles, was wir irgendwie für die nächsten zwei Tage auch brauchen. Wir sind hier quasi auf Kurzaufenthalt, bevor wir weiterfahren nach Melbourne. Und haben jetzt gerade schon einen kleinen Spaziergang gemacht. Morgen will uns, oder hat uns Geoff auch angeboten, dass wir mal mit zu den Schafen können. Zu den Lämmern, die sie wohl hier auch noch haben. Damit Wein sich das auch nochmal mit angucken kann. Und die haben tatsächlich auch einen Pool. Und haben uns angeboten, dass wir auch den Pool mitnutzen dürfen, wenn wir wollen. Jetzt ist es irgendwas bei 17, 18 Uhr und für heute haben wir gesagt, wollen wir erstmal da ankommen und dann reicht uns das auch erstmal. Das heißt, ein paar Zähne. Gabst du noch ein paar Überreste von irgendwem? Genau, auf jeden Fall sind wir wohlbehalten hier angekommen, nachdem wir erstmal endlos lang durch nichts gefahren sind. Immerhin geteerte Straßen. Wir lassen jetzt einfach mal den Abend ausklingen. Und haben hier auf jeden Fall auch keinen Empfang, kein Internet. Was soweit aber auch in Ordnung ist, braucht man nicht immer durchgehend. Und wir melden uns dann einfach morgen wieder. Bis dann. Thank you.
Heute ist unser ganzer Tag, den wir hier auf unserer Unterkunft in Kula haben. Genau, das ist unsere kleine Hütte. Das Haupthaus ist dort hinten. Wir genießen das. Die Sonne scheint, es ist wärmer. Es war in der Nacht aber echt kalt, bei um die 10 Grad, 10 bis 15 Grad, irgendwas so um den Dreh. Das war dann doch schon mal eine ordentliche Abkühlung zu den Temperaturen, die wir halt vorher hatten. Ansonsten sind wir hier relativ weit ab vom Schuss, was grundsätzlich ja kein Problem ist, weil wir entsprechend Proviant hier mit dabei haben für unsere Tour mit dem Mietwagen. Apropos, das ist das Update von dem Mietwagen. Ich weiß nicht, wer das vielleicht im Blog schon gesehen hat. Das andere Modell, was wir da zuerst angeboten bekommen haben, war ja eher ein Reinfall. Genau, wir haben hier einen Grill, Küche, alles in Vollausstattung, alles können wir da frei nutzen. Das ist schon mal echt klasse. Und ansonsten sind wir auch eingeladen, uns hier frei zu bewegen auf dem Gelände. Das mache ich jetzt gerade auch mal ein bisschen mit euch. Ich dachte mir, ich nutze die Chance, während die anderen gerade alle am Schlafen sind. Und führe euch ein bisschen herum und erzähle noch mal ein bisschen was. Ansonsten war ich vorhin auch schon einmal auf einem entsprechenden großen Berg, den ich euch gleich noch zeigen kann, um da auch mal von dort aus zu filmen und gleichzeitig auch mal Empfang zu haben, denn Empfang haben wir hier sonst ansonsten keinen auf dem Gelände. Es gibt wohl welche mit dem Anbieter Telstra, der auch bekannt dafür ist, dass man mehr Richtung Outback noch Empfang hätte. Allerdings mit Optus, dem zweitbesten, ist das dann eher noch so im auf jeden Fall Stadtgebiet und etwas darüber hinaus auch noch okay. Man hat hier auch halt Empfang, man muss dann sich nur im richtigen Fleck befinden. Genau, das hier ist quasi der Hof von unserer Unterkunft. Die haben hier ganz viele Schafe und Pferde. Und wir hatten auch heute Morgen schon eine Option gehabt, da mal mit dem Joff, der Mann von der von unserer Unterkunft hier damit unterwegs zu sein und mal sich die Schafherde mit anzugucken. Allerdings wäre das dann halt um 8 gewesen und der Große hat dann auch geschlafen und schlafende Kinder soll man ja bekanntlich nicht wecken. Von daher haben wir das jetzt erstmal gelassen. Nichtsdestotrotz haben wir vorhin schon einen kleinen Spaziergang gemacht Richtung Fluss, der hier noch in der Nähe ist. Und halt genau wollen. Ja, das ist übrigens der Berg, wo ich vorhin drauf war. Mal gucken, Kamera, ja, ja. Wurde von dem Pferd dort freundlich begrüßt am Zaun. War mir erst nicht so ganz sicher, ob er eher was gegen mich hat oder das okay ist, aber hat mich dann durchgelassen. Sollen hier natürlich darauf achten, dass wir die Zäune, wenn wir sie aufmachen, auch wieder entsprechend schließen. Für uns geht es morgen dann wieder weiter Richtung Melbourne. Wir haben ja in Melbourne unseren Aufenthalt bei Airbnb storniert. Und zwar aus dem Grund, dass wir uns für diese Reise, die wir gerade machen, uns parallel auch beim House-Sitting angemeldet haben. Dazu können wir dann auf jeden Fall auch nochmal was bei uns im Blog reinschreiben. Oder werden wir auf jeden Fall nochmal was dazu in unseren Blog reinschreiben. Und tatsächlich hat das in Melbourne geklappt. Wir haben da jemanden gefunden, der jemanden braucht, der auf das Haus und auf die Haustiere aufpasst. 2 Katzen, 2 Hunde. Und wir sind dann übereingekommen, dass das okay ist, dass wir das machen mit Kindern. Die haben selber entsprechend Kinder, das Spielzeug für Ryan da. Das ist also schon mal klasse, dass man da ein bisschen was auch mitnutzen kann. Und wir freuen uns schon auf jeden Fall drauf. Da sind wir dann auch über Neujahr und starten in Melbourne ins neue Jahr. Ansonsten zeige ich euch jetzt hier nochmal kurz den Ausblick. Da drüben ist so ein großer Abbaubetrieb. Was hier rumfliegt, sind keine Raben. Und auch keine Möwen, das sind Kakadus. Die machen auch ordentlich Lärm. Da sieht man auch ein paar der Schafe, die restlichen liegen alle unter dem Baum. Und dann verstecken sich hier hinter dem Hügel. Das Gelände ist wirklich riesig. Von dem Berg aus bin ich auch einmal kurz mit der Drohne gestartet. Das Video werde ich hier auf jeden Fall auch noch mal kurz mit einblenden. Oder es wird sich ansonsten im Australien-Video zeigen. Genau, da hinten verläuft quasi der Fluss einmal komplett lang. Haben wir da durch. Unsere Gastgeberfamilie hatte Besuch von Kindern und Enkelkindern. Das waren irgendwie 29 Leute jetzt über Weihnachten auch. Und die waren vorhin auch Kanu fahren.
Genau, wenn man da oben weitergeht, dann kommt man Richtung Fluss auch. Ansonsten ist das hier nachher alles abgezäunt. Und ja, wir genießen hier, wie gesagt, einfach mal den Tag nur auf der Unterkunft. Wären wir jetzt irgendwo noch hingefahren, das hätte ja auch eher ein bisschen mehr Zeit gekostet, weil das ja, wie gesagt, nicht alles denn gerade um die Ecke ist. Und so haben wir halt einfach gedacht, wir schauen mal, wie der Tag startet. Und wäre das jetzt ein richtiger Reinfall vom Wetter gewesen, wären wir schon da irgendwo hingefahren. Aber so haben wir den Vormittag mit Spaziergängen verbracht. Uns so unterhalten mit der Familie. Und jetzt, wie gesagt, machen die anderen drei ja hier Mittagsschlaf. Ich war ein bisschen draußen noch unterwegs. Und das ist jetzt irgendwas 15:30 Uhr, glaube ich. Wir dürfen nämlich auch noch den Pool nutzen, den sie hier auf dem Gelände haben. Und da es ja jetzt inzwischen wieder deutlich wärmer geworden ist, wollen wir das nachher nochmal auch in Angriff nehmen und mal schauen. Vielleicht mal eintauchen. Ansonsten habe ich ein paar Videos bearbeitet. Das geht ja zum Glück hier auch ohne Internet. Und später werden wir dann noch ganz entspannt Abendessen und dann vielleicht auch schon anfangen, unsere Sachen zu packen. Für morgen ist dann halt wieder Abreise. Irgendwas bei 10, dass wir halt alles vorher rechtzeitig im Auto haben und dann entspannt losfahren können. Genau. Wir waren uns erst nicht so sicher, wie das hier wird mit der Unterkunft in Bezug auf Schlangen, Spinnen oder sonstigen Kakerlaken, keine Ahnung was. Was wir ja auch aus unserem Aufenthalt in Australien von 2016/17 noch kennen. Wir hatten jetzt hier das mal auch direkt angesprochen. Spinnen haben sie hier eher weniger, wenn dann auch normal große, wie man sie vielleicht eher so aus Deutschland kennt. Und Schlangen tatsächlich, Jobs sagte am Anfang so 1 bis 2 im Jahr. Chelsea war da eher anderer Meinung. Sie sagte, das sind schon vielleicht ein paar mehr, aber die tun einem nichts und man sieht sie eigentlich auch so gut wie nie. Wir sollen uns ja keine Gedanken machen, sondern einfach, wenn man eine sieht, Abstand halten und weitergehen. Genau. Aha, ein paar fleißige Ameisen, die ja doch ein bisschen größer sind im Vergleich. Ja, aber begegnet sind wir hier bisher noch keinen Spinnen oder Schlangen. Auch ich vorhin nicht, als ich da auf dem Hügel rauf bin. Hab immer vor mir geschaut, ob sie da irgendwas ist, aber ich glaube, dass ich da auch nicht das Gespür dafür hätte, das schon rechtzeitig zu sehen. Genau, so viel dann erstmal von uns. Als dann das Update hier aus Kulla. Wir melden uns dann bestimmt morgen nochmal von der Abreise und ansonsten bei der Ankunft in Melbourne. Und genießen jetzt gleich erstmal den kühlen Pool.